Okay, wir machen weiter im Text. Ich habe hier, wie ihr seht, schon mal so ein paar Sachen zusammengesucht. Ich habe auch ein bisschen alleine gespielt gerade, mit dem Hintergrund, dass ich damals im Dungeon blöderweise die ganzen Wasserkerzen nicht mitgenommen habe, beziehungsweise gar keine Wasserkerzen mitgenommen habe. Und die brauchen wir für das, was wir jetzt machen wollen. So, dann habe ich hier schon mal zusammengepackt. Steinwand, Türen, ein Bett, eine Höllenschmiede und drei Goldtruhen. Die werden wir gleich mitnehmen auf die Reise. Und hier haben wir Flugseelen und die Eisfeder. Die hat der dieser fette Eisgolem uns gedroppt, falls ihr euch erinnert. Und damit können wir eine überraschend stark, oder damit können wir überraschend weit fortgeschrittene Flügel craften. Hat mich richtig gewundert, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, ja, okay, ist ein seltener Drop, aber jetzt nicht so krass, aber tatsächlich sind das wirklich krasse Flügel, wenn ich mich nicht täusche. Ah, okay, das ist ja, es ist zwar die Flügelanimation, aber die, jetzt machen die Flügel was. Okay. Jetzt fällt man halt nur noch langsamer. Achso, interessant. Ah, okay. Wir haben jetzt unsere Fähigkeit verloren. Hier, der Schuhe, glaube ich, dadurch. Aber gut, soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Gar nichts. Ah, jetzt habe ich hier schon wieder Mist aufgesammelt. Gut, ich habe nämlich schon extra alles rausgelegt, weil ich keinen Bock hatte, jetzt nochmal anzufangen, hier alles Mögliche abzulegen und weiß der Geier was. Wir wollen uns ja jetzt eigentlich auf die Reise begeben. Ich wollte nur kurz die Flügel craften. Ja. So, Reise begeben. Das bedeutet, wir gehen aus der Welt hier raus und, oh ja, na gut, das hätte ich schon mal machen können, aber okay, wir brauchen eine neue Welt und das soll eine kleine Welt sein und das soll eine Expertenwelt sein. Das ist mir, nö, ich nehme mal die Corruption. Das ist die Experten-Map. So, da erkennt man auch schon, wer Experte ist und wer nicht. Gut, ja, jetzt müssen wir jetzt mal kurz warten. Also warum machen wir jetzt eine neue Map? Ja, ich habe ja schon gesagt, die Fleischwand ist unser nächstes Ziel. Und dann haben wir ja auch gleichzeitig immer noch das Problem, dass wir so richtig blöd an diese Seelen der Nacht kommen. Bei uns auf der Map. Weil da müssen wir erstmal 1000 Kilometer runterlatschen. Durch ein relativ schwieriges Gelände und so weiter. Ja, das finde ich ein bisschen nervig. Und deswegen versuchen wir mal, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir gehen jetzt mal in diese Map. Die ist ja jetzt noch im Soft-Mode. Das sollte für uns mega easy sein. Auch auf Experten-Level. Und da werden wir jetzt einfach mal uns nach unten graben. Ganz nach unten durch. Was ja, dadurch, dass es eine kleine Map ist, auch nicht ganz so lange dauern wird. Und so, da sind wir auch schon. Ja, der Kollege ist auch gleich da. Das ist perfekt, der muss ja dann sterben. Ja, und was wir jetzt machen können, ist eigentlich graben. Eigentlich graben wir jetzt nur. Ich grabe mich jetzt hier einfach geradeaus runter. Also, ich habe jetzt hier einfach gerade das Ding genommen, was hier... Nee, Freundnase, genau. Hier, das ist das Richtige. Ich habe jetzt einfach das genommen, was hier direkt neben mir war. Die kleine Höhle, das war jetzt einfach nur, also ohne Grund, es war einfach, ich dachte mir, in der Höhle gräbt sich's besser. Ich möchte jetzt hier auch einfach nur nach unten kommen. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie noch extra bauen oder irgendwas, zum Beispiel Fackeln jetzt hier hinsetzen oder irgendwas. Das soll einfach nur ein Fallschacht werden. Also hier können wir theoretisch uns nachher, wenn wir oben spawnen, das können wir uns ja nachher aussuchen, wo wir spawnen, dann will ich hier einfach nur reinspringen und dann fallen. Fertig.
Na klar, war ja klar, dass wir hier voll ins Wasser geraten. Oder ist jetzt natürlich nicht so super prickelnd. Jetzt mal kurz, jetzt setze ich hier mal wirklich eine Fackel. Also noch kurz ein Atemloch hier. Genau. Ah, perfekt, hier könntest du abfließen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es da geht, aber ja, hier oben sind noch Goldtruhen und so ein Krimskrams. Das ignoriere ich jetzt alles komplett. Also, das ist für mich alles nicht mehr wirklich relevant. Was das jetzt hier für Truhen sind und weiß ich was. Die sind alle für mich nicht mehr so interessant. Na, das hier Soft Mode. Was soll jetzt hier Spannendes für mich sein? Also, ich sag mal so, hier kann eigentlich nichts sein, was mich in irgendeiner Form reizen würde. So. Ja, komm jetzt. Also ein bisschen schneller kannst du schon ablaufen. Bomben. So, okay, perfekt. Nein, das hat wirklich nicht gereicht. So, also keine Ahnung, wie das jetzt, ob das jetzt hier funktioniert. So. Ja gut, wir haben jetzt da noch ein bisschen Wasser hier mit. Weil das ist nicht so dramatisch. Das baut sich ja relativ hier genau. Da kannst du gleich verpieseln. Wasser. Ja, ich dachte gerade, ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Also man kann hier natürlich auch Glück und Pech haben. Ne? Ich meine, ich jumpe hier einfach runter. Kann natürlich sein, dass ich ständig ins Wasser falle. Kann auch andersrum sein, dass ich überhaupt nicht ins Wasser falle. Theoretisch. Wie man gemerkt hat, bin ich auf jeden Fall schon zum zweiten Mal im Wasser. So, was ist denn hier drin? Hermes Stiefel, Goldbarren. Naja, die Goldmünze kann man natürlich schlecht hier liegen lassen. Gut, ja, okay. Dann sehen wir mal, wo kannst du hier abfließen, Besserchen. Ah, gar nicht, ich sehe schon. Ist ja gar nicht mal so schön hier. Aber ein bisschen was musst du abfließen hier, Freund Nase. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich hier. Hier nichts. Ich bin irgendwo nach links, musst du doch abfließen können. Aha. Jetzt auf jeden Fall eine Pilzwelt. Ja, aber in die Pilzwelt will ich dich jetzt nicht hier. Will ich das jetzt nicht abfließen lassen. Das ist ein bisschen nervig. Gut. Dann machen wir das anders. So, da ist es zumindest nicht so viel. Immer das Wasser erstmal mit. Und man sieht jetzt her, wir haben noch so eine kleine Pfütze über uns. Weil noch so eine kleine Pfütze jetzt mit, aber eigentlich haben wir das meiste Wasser haben wir jetzt oben gelassen. Wir machen jetzt einfach das gleiche. Bisschen Wasser mit. In der ersten Höhle, wo wir jetzt, in die erste Höhle, wo wir jetzt auftreffen. Genau hier lassen wir den Mist halt da. So, perfekt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, okay, da hat sich das jetzt hin verzogen. Na, so. Das ist noch richtig, ne? Da. Wo bin ich jetzt hier? Ich bin 600 Meter unten. Müsste ich direkt mal gucken. Oh, wo bist du denn? Schneeviech ist das. Achso, ja klar, ist das ein Schneeviech. Ich bin hier auch in der Schneewelt gelandet. Okay, jetzt haben wir wieder das gleiche Problem im Endeffekt. Gleiche. Nun, dann können wir uns auf jeden Fall bei Gelegenheit auch mal die Pilze da anschauen.
Da kann man auch ganz interessante Sachen abbauen. So. Das müssen wir nicht jetzt machen. Jetzt mal durchatmen. So. Er kann ja schon relativ lange die Luft anhalten, aber irgendwie verzweifelt er halt doch. Ja, Kollege, komm ruhig rein. Wird dir nicht so besonders gut gefallen hier. Alter, Alter, macht der Schaden. Ah ja, okay. Alles klar, Expertenmodus, ne? Damit ist nicht zu spaßen anscheinend. Ey, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Der hat ja richtig krassen Schaden gemacht. 72. Das war ganz schön extrem. Mann, ja, ist ja gut jetzt. Ah, perfekt. Jetzt kommen wir hier gleich zur Lava. Wir werden noch gut bei dem Mist los. Oh! Oh! Hi! Das gilt aber nicht als seltene Kreatur, das sehe ich. Ich dachte, das wäre eine seltene Kreatur, der Kollege hier. Ach! Okay, da ist der Typ mit dem Geschäft. Ich dachte, ja, okay. Gut, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Der hat ja nicht mehr ganz so spannende Sachen jetzt für uns gehabt. Okay, also hier ist tatsächlich eine riesengroße Pilzwelt, was ganz cool ist. Und wir uns auf jeden Fall auch merken können. Ja, mittelmäßig klug. Ich dachte, da waren wir schon, aber da waren wir nicht. So. Gut, graben wir erstmal weiter. Ah, perfekt, dass wir natürlich auch überhaupt keine Lava treffen. Ja, da habe ich es gerade gesagt. Ne? Obwohl, nee, das Ding dürfte uns eigentlich nicht beschädigen. Das ist ja nur so ein komisches, so eine falsche Lava, ne? Genau, perfekt. So. Was ist das? Was ist das? Was war das denn? Was ist das? Was war denn das? Perfekt, ey, wir sind ja genau dazwischen. Herzchen, komm mal her. Geht doch. Damit ich wenigstens irgendwas sehe. So. Ist das hier schon die Unterwelt? Nee. Mann, wer greift mich denn hier an? Oh, oh. Ist das jetzt ein Scherz? Ich bin nur gesprungen. Okay, die Lava können wir aber übelst einfach umlenken. Und da unten beginnt auch schon die Unterwelt. Also wir sind perfekt. Wir sind richtig gut da durchgekommen. Ja, nur halt ein kleines Problem. Naja. Ach, eigentlich kann es ja nicht schaden, aber jetzt mal ein paar Fackeln. So im richtigen Moment springen, wollte ich gerade sagen. So. Das Zeug fließt auch gleich weg. So. Au! Oh. Na klar, da ist natürlich noch Lava, ne? Steht sich. Ist da jetzt immer noch Lava? Nein. Mann, du bist viel. So, okay. Hier wollen wir jetzt hin.
Das ist keiner von denen, die wir brauchen. Okay, platzieren wir uns mal kurz hier. Hier ist doch eine gute, hier ist doch eine gute Möglichkeit. Hier ist doch eine gute Möglichkeit. So. Wir nehmen Stein und bauen uns unser Häuschen. Naja, ja, sehr intelligent. Nein, eine zu wenig. So, okay, das hier muss alles erstmal nochmal weg. So, Stein, Stein, Stein. Ja, bis hier reicht. Ist ja schon fast schon zu groß, wenn man so will. Also mehr brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann, was wollen wir? Wir wollen den Hintergrund erstmal abbauen, weil ich glaube, das ist das hier. Granit wird nicht als vernünftig durchgehen, leider. Jetzt brauchen wir im Hintergrund Stein. Ich hatte doch die Steinwand mitgenommen, da ist er. Perfekt. Also eine Höllenschmiede, drei Truhen. Zwei Türen. Also erstmal das Wichtigste natürlich das Bett. Der Spawnpunkt. Dann eine Tür. Noch eine Tür. Achso, zwei Fackeln brauchen wir noch. Oder brauchen wir glaube ich nicht, aber die habe ich immer ganz gerne da drin. Eins, zwei, drei Truhen. Achso, jetzt passt die Höllenschmiede gar nicht mehr rein. Habe ich doch ein bisschen zu klein gebaut. Und ich dachte schon, es ist fast schon zu groß. Na gut, doch, baut mal kurz ein Stück größer. Eine Höllenschmiede kann ehrlich gesagt niemals schaden, eine drin zu haben. So, aber das kann alles schon raus. Stein brauche ich nochmal. Ja, okay, die Tür kann natürlich nicht raus. Die muss ich ja wieder neu bauen. So, jetzt die Fackel. Spawn Point Set. Perfekt. Okay. Dann kann ich jetzt hier erstmal ein bisschen Mist ablegen, den ich hier nicht brauche. Genau, sowas hier zum Beispiel. Oh, Bogenschießkram ist allerdings cool. Granit kann ich gleich benutzen. Das kann ich gleich benutzen. Das viermal ist nicht sehr sinnvoll. Das Ding kann raus. Das kann alles weg. Der glühende Pilz. Schnee ist auch zu wenig, Silber, Erz, Bombe, Pilz, Holz. Aha. Eisblock, naja, den kann ich ja benutzen, ist ja okay. Die Höllenschmiede kann raus, der Spiegel kommt oben rein. Schlick, Asche und ach ja, die Wasserkerzen brauche ich natürlich gleich. So. Naja, gut, jetzt sollte ich vielleicht wenigstens mal hier. Nur einmal in dem gesamten Ding habe ich halt jetzt eine Klappe. So. Also ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, dass die mit dieser Expertenmodus ist echt ganz schön krass. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt so, dass, ja, für mich ist er jetzt nicht krass, aber wenn ich mir mal überlege, dass das hier der Softmode ist, wo ich im Nicht-Experten-Modus laufe ich ja einfach durch. Also da ist ja auch da gestorben bin ich da. Also im Softmode würde ich niemals sterben. Ich möchte fast sagen, es ist
quasi unmöglich, dass ich da sterbe. Während das hier auf jeden Fall eine andere Liga ist. Okay, hier haben wir jetzt. Jetzt machen wir wieder genau das gleiche, was wir auch beim letzten Mal gemacht haben. Was gammelt hier eigentlich alles rum? Mann, ey. Ja, wir machen genau das gleiche, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir bauen hier jetzt wieder. Ja, jetzt habe ich doch wieder Schlick und Asche und sonst was. Wir bauen jetzt wieder unsere Mauer, also unser Speedway auf. Auf dieser Höhe. Und ja. Hoffen einfach mal, dass wir danach reichlich Gegner finden, die uns das geben, was wir brauchen. So. Müssen wir hier erstmal ein bisschen abfließen lassen, damit wir dann nicht bauen können. Sonst wird es schwer. So. Ja, das hier muss nämlich noch weg. Ja, noch einen weiter unten bauen. Ich weiß gar nicht. Ja, war super. Na, ich nehme mal lieber einen Heiltrank. Kann nicht schaden. Was ist das denn hier? Ein Magmastein. Habe ich schon so einen Magmastein? Ich weiß es nicht. So, jetzt aber weiter im Text. Ja, das Ding müssen wir ja eigentlich auch abfließen lassen. Ja, da ist er schon. Der erste, den wir brauchen. Perfekt, die erste Voodoo-Puppe ist da. Hier nicht so schön mit diesen vielen Gegnern hier, muss ich sagen. So, jetzt ist es annehmbar. So, das lassen wir einfach mal nach unten abfließen hier. Ach ja, da hätten wir noch ein bisschen weiter öffnen müssen, fällt mir gerade auf. Ist ja blöd. So. Links und rechts müssen wir öffnen. Na super. Na super. Ja, die Viecher dürfen. Kein Kommentar, bitte. Ich mache halt auch Mist. Ich hätte hier unten durchgraben müssen. Ich grabe mal an der obersten Stelle durch. Das ist natürlich totaler Quark. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. So, aber gut. Der Vorteil ist ja. Au! Oh, das Ding lässt auch noch. Ich frage mich, wie weit der Mist fließt. Ah, das ist jetzt aufgehört. Darauf habe ich noch nie geachtet. Ach man. Oh, das kann jetzt nicht sein, ey. Wie viel Schaden macht denn dieses Viech? Ey, vielleicht war das gar keine so gute Idee hier im Expertenmodus. Ich, keine Ahnung, also. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das hier. Ja. Ich dachte, Expertenmodus ist halt, naja, was soll man sagen? Ich dachte, das ist mehr ein Scherz. Also, nicht der Expertenmodus an sich, aber ich dachte halt, es wäre mehr so. Ja, halt quasi einfach eine Schwierigkeitsstufe höher. So wie im Spiel zwischen
Medium und schwer. Ah, schon wieder. Ja, da unten kannst du sterben, Mistvieh. Ja, perfekt. Ah, jetzt muss ich erstmal hier alles abbauen. Aufwendig, das dauert auch echt lange, muss ich mal sagen. Dadurch, dass die Kinder hier alle so stark sind im Verhältnis. Ja, ist ja fein, du bist ein ganz feiner. Ah, ah, nein, ey! Das kann doch nicht sein, sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Ich schaff das jetzt. Das ärgert mich hier, aber das tut mir jetzt auch ein bisschen leid für euch, dass ich hier so eine Flöte bin, ey. Sollen hier noch gleichzeitig da sein. Kann ich jetzt hier mal bitte was weiter platzieren, ohne dass mich hier gleich irgendwas killt? Schon ein bisschen extrem. So, jetzt ist natürlich die Frage, Expertenmodus und so, wie stark ist jetzt die Fleischwand, ne? Also vor allem insofern, wie viel Meter brauche ich jetzt wirklich, um die Fleischwand zu bezwingen? Ah, oh, ich habe mich schon wie, aber jetzt habe ich wenigstens 400 HP, also meine, jetzt sollte es doch nur wirklich gehen. Nehme ich jetzt erstmal. Ah, da ist schon wieder eine Fledermaus. Aber ihr seht schon, wie selten hier diese, naja, die Viecher kommen, die ich eigentlich brauche, ne? Die ich eigentlich haben will. Das sind schon relativ seltene Gegner halt. Aber hilft ja nichts, also man muss es ja trotzdem tun. Ah, was ist denn da neben mir? So. Ah. Ja, wenn es so dunkel ist, dann sieht man die Dinger natürlich nicht. Verloren. Das Ding kann in den Müll. Obsidian-Ziegel. Ja, mein Grabstein kann auch in den Müll. Die Obsidian-Plattform verbaue ich auch. Dreckblock.
Okay, ich denke, ich baue noch die 128 und dann werde ich mal die Fleischwand heraufbeschwören und hoffen, dass meine Länge hier reicht. Falls ja, freue ich mich. Falls nein, ja, schade. So, also diese Sache habe ich ja immer noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Aber es stürzt ja nicht komplett ab, das Spiel. Es ist ja wirklich so, ja. Friert einfach für ein paar Sekunden ein. So, jetzt hier Golden Shower. Das ist blöd gemacht. Das ist wirklich blöd gemacht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich meine, ich kann doch nicht etwas, was Schaden macht und etwas, was quasi nur im Hintergrund ist, gleichfarbig machen. Das ist doch blöd. Ja, das kann ich schon machen, aber dann kommt halt das bei raus, was wir jetzt hier sehen. Und ich zumindest finde das richtig blöd. Schon klar. Eigentlich platziert man jetzt hier halt dann die Wasserkerzen und so weiter und dann geht's ab. Aber das machen wir jetzt in dem Fall natürlich nicht, denn wir wollen da einfach nur die Puppe reinschmeißen. Was war das nochmal? Tee? Ah ja. Hallo Mr. Fleischband. So, wir wollen schießen auf Auge, nicht auf Mund. Richtig, so war's. Ja, ich habe schon gelesen, dass die Fleischwand sich hier nochmal ein gutes Stück genehmigen soll, was die Schnelligkeit angeht. Die wird hier wohl total schneller. Irgendwann. Oder sie wird einfach brutal schnell. Oh, ich sehe gerade, ich bin auch schon fast am Ende meiner Dings. Oh oh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Nein! Nein! Oh! Ey! Okay. Also, das war wirklich etwas lustig. Das war ja sowas von auf die unfassbar letzte Millisekunde, möchte ich fast sagen. Also so knapp war ja die Fleischwand noch nie besiegt. Also, naja, nicht, dass ich die Fleischwand bisher so oft besiegt hätte, aber... Okay. Oh. So, da haben wir uns alles. Okay, mein eigentlicher Plan war, diese Tür zu öffnen. Ah, perfekt. Ja, jetzt kann ich mich natürlich entscheiden, ob ich beim nächsten Mal wieder so eine extrem knappe Geschichte machen will. Naja, ich werde mal einfach noch so 200-300 Blöcke weiter nach rechts bauen. Ah, da oben ist einer, den ich haben will. Ja, Freund Nase. Halt, ich komme doch zu dir. Bleib, wo du bist. Das einzig Wichtige ist nur, dass man die Puppe kriegt, bevor sie halt reinfällt. Weil in dem Fall wäre es halt, also normalerweise könnte man dann spontan, obwohl man es gar nicht möchte, die Fleischwand darauf beschwören. Das wäre jetzt auch, das ist auch nicht unbedingt immer ratsam. Aber der zweite Hintergrund ist auch ganz einfach, dass dann in dem Fall die Puppe weg wäre. Denn gerade ist ja der Typ tot. Ich hatte doch beim letzten Mal, falls ihr euch erinnert, hatte ich doch das Ganze
bisschen irgendwie leichtfertig. Ich hatte ja zwei von den Puppen und habe einfach die zweite leichtfertig reingeworfen. Völlig verpeilt, dass der Typ ja erstmal wieder da sein muss. Naja. War jetzt nicht so helle von mir beim letzten Mal, aber was will man machen? Was will man machen? Also Plattform, so und so, Obsidianziegel kann ich verarbeiten, Eisblöcke kann ich verarbeiten. Ja, ich muss jetzt also warten, bis halt der mein NPC hier wieder da ist, was ja auch im Verhältnis jetzt dauert ja nicht so lange. So ist es ja nicht. Ich glaube, ein Tag, ne? Wenn ich mich nicht täusche, bin jetzt gerade nicht ganz sicher, wie lange es dauert, bis der Kollege wiederkommt. Aber wir werden es sehen. Oh! Ach so, ja, Eis. Ja gut, in dem Fall ist jetzt Eis relativ egal. Weil wir müssen ja hier nicht beweglich sein. Wir sprinten einfach nur wie besenkt in eine Richtung. Naja, aber grundsätzlich so für Manövrieren und so weiter, das ist alles nicht so richtig cool. Aber alles hört auf. Nee. Das Eis schmeiß ich weg. Nämlich was anderes hier. Da kann ich ja überhaupt nicht manövrieren auf dem Zeug. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Plattform. Klar, die verarbeite ich auch. Ah! Ich öffne mal das Ding, aber vielleicht nicht gerade hier. Ah, okay. Was war da jetzt drin? Dämonenherz. Was? Erhöht permanent die Nummer dieser Slots? Moment. Wie viel habe ich jetzt hier? Ja, ich sehe, wie viel ich habe. Wahnsinn. Ich habe einfach einen mehr. Ja, und erhöhter Fernkampfschaden war übrigens auch genau das, was ich haben wollte. Ja, da kann ich eigentlich direkt wieder aufhören. Ist ja krass. Automatik-Sturmwaffe. Was für ein Name. Da haben sich die Übersetzer aber wieder richtig ins Zeug gelegt. Die Automatik-Sturmwaffe. Das klingt genauso, wie sie es beabsichtigt haben, bin ich mir ganz sicher. Ja, eigentlich würde ich sie ja jetzt gerne nochmal heraufbeschwören. Aber ich muss jetzt mal ganz gut sagen, ich habe jetzt das Ding, was ich haben wollte. Ich habe einen zusätzlichen Ausrüstungsslot. Das heißt, ich muss gar nichts hier rausnehmen. Ich hatte ja vorhin gesagt, hier Glückshufeisen kann man auch irgendwie mit dem Dings paaren. Nee, da habe ich mich vertan. Das war was anderes. Kann man nicht. Ja, genial. Eigentlich kann ich... ich gehe auf jeden Fall erstmal... Genau, ich gehe erstmal hier hin. Guck erstmal schnell stapeln. Naja, das ist eine schöne Sache, aber ja gut, den Hammer brauche ich natürlich nicht nochmal. Na gut, der hat Crit-Chance drauf. Kann ich natürlich benutzen. Ansonsten, naja, wie viele Fackeln soll ich jetzt in meinem Inventar haben? Das Ding kann in den Müll, der Magma-Stein, keine Ahnung, was man damit machen kann. Ah, ein Inferno-Pot. Die Schattentruhe. Banner. Die Wasserkerze, okay. Die kann ich mal mitnehmen erstmal. Ja, die Fremdenführerpuppe brauche ich jetzt gerade auch nicht. Automatikwaffe ist sowieso Müll. Ist ja viel zu schwach. Achso, das können wir auch rein. Stein auch. Die dunkle Lanze. Ja, die Waffen sind halt alles natürlich jetzt Soft-Mode-Waffen. Aber die Welt ist ja jetzt gerade in den Hard-Mode gegangen. Ja, das heißt, die Folge ist jetzt sowieso vorbei. Ich werde jetzt hier speichern, werde mir die Map bei TerraMap mal anschauen und gucke mal, ob ich da irgendwie eine Möglichkeit habe, relativ easy nach unten zu kommen, zu
dem Terrain, wo ich die Seelen der Nacht bekomme. Denn das ist ja das Zweite, was wir jetzt auch mal ein bisschen aktiver farmen müssen, weil man will ja auch nicht nach jedem Destroyer-Versuch dann wieder. Ja, ich rechne jetzt mittlerweile nicht mehr damit, dass das jetzt sofort klappt. Ja, dann sage ich erstmal bis gleich und tschüss.